Um den Konflikt in der Ukraine zu entschärfen, wollen sich US-Präsident Biden und Kreml-Chef Putin persönlich treffen. Frankreich hatte den beiden Staatschefs einen Gipfel vorgeschlagen. Biden hat dem Treffen grundsätzlich zugestimmt, allerdings nur, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert. Die Lufthansa stoppt übrigens ab heute alle Flüge in die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Hafenstadt Odessa. Erleichterung am Frankfurter Flughafen. Familien schließen ihre Liebsten in die Arme. Sie waren an Bord der vorerst letzten Lufthansa-Maschine aus Kiew. Es ist natürlich die Angst um die Liebsten, um die Kinder, um die Verwandte. Wir werden unsere Heimat verteidigen, definitiv. Und wir hoffen, dass die ganze Welt und auch Deutschland hilft uns. Doch Deutschland helfe nicht genug, kritisiert der ukrainische Botschafter in Berlin erneut. Das Land brauche Waffen zur Verteidigung. Sollte Putin einmarschieren, würden die Ukrainer diesen Verrat niemals vergessen. Statt Waffen sind jetzt 5000 Schutzhelme bereit zum Abtransport, meldet das deutsche Verteidigungsministerium. Die Zeit drängt, das Risiko eines russischen Angriffs steigt. Neue Satellitenbilder sollen weitere Truppenstationierungen an der Grenze zur Ukraine zeigen. Amerikanische Medien berichten zudem, dass der US-Regierung Geheimdienstinformationen vorliegen, wonach Putin seinen Truppen den Befehl gegeben habe, die Invasionspläne fortzusetzen. Russland suche Vorwände, um in die Ukraine einzumarschieren, so der Vorwurf der NATO. Der US-Außenminister bekräftigt im amerikanischen Fernsehen, bis zur letzten Minute gibt es noch die Chance, dass Putin sich doch zurückzieht. Wir versuchen, einen Krieg zu verhindern, aber sobald wir Sanktionen verhängen, werden diese ihre abschreckende Wirkung verlieren. Doch welche Sanktionen drohen? EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen konkretisiert. Der Westen werde Russland von den internationalen Finanzmärkten abschneiden, den Export wichtiger wirtschaftlicher Güter stoppen. So, und Daniel Koop, der berichtet ja in diesen Tagen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Menschen dort, so zumindest sein Eindruck, leben in einer zermürbenden Ungewissheit. Wird Russland nun angreifen oder nicht? Wir befinden uns momentan in sehr unruhigen Zeiten hier in der Ukraine. An diesem Abend, und wir können uns das einfach mal anschauen, sind die Menschen, ganz viele Ukrainer hier zum Maidan gekommen. Das ist ja der Platz hier im Herzen von Kiew, der an die Revolution erinnert. Und die Menschen, die gedenken an mehr als 100 Menschen, die während dieser Revolution hier auf diesem Platz ums Leben gekommen sind. 102 Ukrainer und drei Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind. Wir können hier die Fotos sehen von den Menschen, die hier ums Leben gekommen sind. Und auf der einen Seite denkt man an diese Menschen, aber auf der anderen Seite, und das haben wir heute Abend hier auch immer wieder mitbekommen, ist das natürlich auch weiterhin ein Land, was sich politisch absolut im Ausnahmezustand befindet. Wenn man sich hier auf den Straßen mit den Menschen unterhält, wenn man hier unterwegs ist, dann kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass nur zwei Stunden von hier mehr als 30.000 russische Soldaten sind an der belarussischen Grenze. Das Leben, das geht hier erst einmal weiter. Ich bin in den letzten Wochen immer wieder hier vor Ort gewesen. Aber man hat schon das Gefühl, dass die Menschen alarmiert sind. Man macht sich Gedanken, was alles in den nächsten Tagen vielleicht passieren könnte.